möchte ich Sie heute Abend alle herzlich willkommen heißen. Vielleicht sind diejenigen, die schon öfter in diesen Online-Reihen waren, überrascht, heute nicht den Jörg Schmidt hier zu sehen. Er hat mich gebeten, dass ich die Moderation übernehme, da er kurzfristig verhindert war. Ich bin die Martha Wahl und bin mit im Argus-Vorstand. Aus den Argus-Heften kennen Sie mich vielleicht ein bisschen. Ja, es freut mich, dass wieder doch recht zahlreiche Zahlen teilnehmen. Ich gerade hier feststelle, 130 ist es im Moment. Es ist auch immer wieder schön, wie viele Menschen dieses Angebot hier wahrnehmen. Dass wir dieses Angebot überhaupt anbieten können, dafür möchte ich auch mal erst der kaufmännischen Krankenkasse, der KHK, danken, der KKH, danken für die finanzielle Unterstützung, sowie auch dem Evangelischen Bildungswerk Oberfranken als Kooperationspartner. So viel einfach voraus. Was mich sehr freut, ist, dass wir Herrn Professor Konrad Michel heute hier als Referenten begrüßen können. Ich kenne Herrn Professor Michel schon, zumindest aus der Literatur, schon einige Zeit und wir haben uns auch schon mal persönlich begegnet auf einer Tagung. Er ist, denke ich, wirklich einer der führenden Menschen im Bereich der Suizidforschung mit sehr, sehr viel Erfahrung. Er war früher Professor an der Universitätsklinik Bern und inzwischen niedergelassen in Spiez in der Schweiz. Ja, ich denke, er wird sich danach selber noch vorstellen. Ich möchte gar nicht mehr dazu sagen. Ich möchte noch bitten, wir werden im Anschluss an den Vortrag noch Möglichkeiten haben, dass Sie Fragen stellen. Da empfiehlt es sich, dass Sie die virtuelle Hand heben, das heißt unten in der Leiste bei Reaktionen draufdrücken und dann auf die Hand. Dann rutscht Ihr Bild nach vorne, machen Sie dann bitte auch die Kamera an, dann wäre es gut, diesen Lautsprecher, damit wir Sie dann auch sehen können und Sie dann Ihre Frage formulieren. So viel jetzt erstmal das Erste. Herr Professor Michel, ich vergebe an Sie. Ja, jetzt geht das mit dem Ton. Ne? Ja? Ja. Hören Sie mich alle? Ja. Gut. Also, erstens vielen Dank, Frau Wahl, für die Einführung. Und zweitens, ich begrüße Sie alle, wobei ich die meisten gar nicht sehe. Diesen Anlass, ich wollte sagen Vortrag, ich bin eigentlich nicht sehr glücklich mit sehr viel Einwegkommunikation, aber ich denke, das wird am Anfang so sein. Und ich fange gerade an und schalte da gerne auf mein PowerPoint, damit ich mich da von Folie zu Folie hangeln jetzt müssen wir schauen. Das kann man noch größer machen. So, sehen Sie das alle? Ja. Ja, gut. Ja. Reklamieren Sie, sonst sagen Sie. Ich habe bei der Vorbesprechung gesagt, ich hoffe, Sie haben keine größeren Probleme mit meinem schweizerischen Deutsch oder Hochdeutsch. Und eben, fange mal an. Und zwar einige Angaben über mich selber. Ich bin, was ich heute anschaue, etwas ein exotisches Exemplar von Fachleuten für Suizidprävention. Angefangen hat es eigentlich ganz normal. Moment, schnell. Aha, Moment, jetzt muss ich da schauen. Gut, ja. Also, das wäre der Anfang gewesen, jetzt kommt das Nächste. Ich war als Assistenzarzt in England in meiner Ausbildung. Das war etwas außergewöhnlich. Dort habe ich stark konfrontiert worden mit der Bedeutung der therapeutischen Beziehungen. Habe ich dort sogar persönlich John Bowlby getroffen, den Mann, der die Bindungstheorie in die Welt gesetzt hat.
Und die Bindungstheorie ist für mich auch immer wichtig gewesen. Dort braucht Basis genannt habe. In meiner Assistenzzeit in einer kleinen Klinik im Süden von England erlebte ich meinen ersten Patienten Suizid. Ich will da nicht allzu viel Zeit verlieren, darüber zu sprechen, aber da sind vielleicht zwei Dinge wichtig. Der Chefarzt überwies mir eine 42-jährige Patientin, Mutter von zwei Kindern, zur Psychotherapie. Und ich war natürlich sehr unerfahren. Und was er gleichzeitig machte, und das war rückblickend ein großer Fehler, er hat die ganze antidepressive Medikation dieser Frau abgestellt, weil sie offenbar nicht vorwärts ging. Und, genau, und dann dachte er, jetzt geht sie zu diesem jungen Arzt aus der Schweiz und lernt dann durch Psychotherapie aus der Depression herauszufinden. Und eines Tages am Morgen, wie ich in die Klinik kam, waren die Pflegepersonen dort, erwarteten mich mit versteinerten Gesichten und sagten mir, ihre Patientin hat sich vor der Klinik unter einen Lastwagen geworfen und ist tot. Das war ein großer Schock für mich. Das Zweite, was aber auch eine Rolle spielte, ist, dass der Chefarzt nie ein Wort mit mir über diesen Fall gesprochen hat. Und das ist das, was Assistenzärzte häufig auch sagen, dass sie nicht genügend unterstützt werden, dass es keine Nachbesprechung gibt nach einem Patientensuizid. Heute ist das anders. Ich werde in den Kliniken beigezogen nach einem Suizid, um zusammen mit dem Team das aufzuarbeiten. Ich bin dann zurück in die Schweiz gekommen und habe festgestellt, dass in der Schweiz die Suizidrate mehr als doppelt so hoch ist wie in England. Und das hat mich dann dazu gebracht, eine erste Studie zu machen, in der ich die typischen Charakteristika der Leute, die Suizid begehen, mit Gesprächen mit den Angehörigen herausarbeitete, weil ich mich damals voll auf das medizinische Modell stützte. Suizid ist Folge von psychischen Erkrankungen, speziell von Depressionen. Später bin ich dann als Mitglied der sogenannten WHO-Euro-Studie mit Kollegen aus dem Ausland bekannt geworden. Und das war eine sehr interessante Tätigkeit, diese internationale Studie, in der es darum ging, suizidales Verhalten in Europa zu erfassen und aufzuarbeiten. Dabei aber habe ich festgestellt, dass bei diesen ausführlichen Interviews, die man da machen musste, dass mir da etwas fehlte. Es waren einfach diese Fragen und eigentlich half das mir nicht zu verstehen, was denn im suizidalen Mensch eigentlich abläuft. Und für mich war dann wichtig, dass ich auf einen Artikel gestoßen bin, der unterscheidet zwischen der Außenperspektive, die wir als Behandler oder auch als Angehörige einnehmen, und die Innenperspektive. Also in anderen Worten, wenn ich dann später auf den Notfall gerufen wurde, um eine Patientin zu beurteilen nach einem Suizidversuch, dann war für mich klar, die erste Überlegung war, ja, ihr Freund hat sie verlassen und deshalb ist sie in eine Krise gekommen und hat eine Überdosis an Tabletten genommen. Und wenn ich dann die Leute fragte, können sie mir erzählen, was dahinter steckt, da kam was anderes zum Vorschein. Dann haben sie nämlich darüber gesprochen, dass sie schon einmal eine derartige Krise hatten oder hatte, diese spezielle Patientin jetzt, nachdem der Freund sie verlassen hat und jetzt ist das wieder geschehen und sie fühlte sich derart schlecht und als Versager, sie hat versagt in der Beziehung und sagte dann, und ich spürte einen so schlimmen seelischen Schmerz und wissen Sie, das hat wahrscheinlich damit zu tun,
dass im Alter von 6 Jahren meine Eltern sich trennten. Und dann war da plötzlich viel mehr da, als nur der erste Eindruck, ja, der Freund hat sie verlassen und dann hat sie halt eben eine Überdosis an Tabletten eingenommen. Und dann kommt dazu, dass die letzte Zeile da, dass, und ich werde da später das noch einmal aufgreifen, ein guter Kollege von mir, Psychologe, und das ist ganz wichtig, dass er nicht den medizinischen Hintergrund hat, der sagte mir eines Tages, komm mal, Konrad, ihr Ärzte, ihr habt gelernt, Symptome zu erfragen und Diagnosen zu stellen. Suizid ist keine Krankheit und auch kein Unfall. Suizid ist eine Handlung und ihr Mediziner habt nie gelernt zu verstehen, wie und aus welchen Gründen die Leute so und so handeln. Und jetzt möchte ich da gerne weiterfahren, aber das geht irgendwie nicht doch arg. Ne? Und das war hier nur ganz kurz, ich will nicht in die Details gehen, meine erste Studie, in der ich eben diese 100 Fälle von Suizid und Suizidversuch erforschte, indem ich 100 Interviews mit Angehörigen führte, die einen Menschen entweder durch Suizid verloren haben oder jemanden in der Familie haben, der oder die einen Suizidversuch unternommen haben. Und zumindest, was mir dort klar wurde, 80% waren zwar in ärztlicher Behandlung, aber praktisch die Hälfte der Ärzte waren überrascht. Und im Weiteren wussten auch sehr viele dieser Behandler nichts von früheren Suizidversuchen. Und das, was mich dann angetrieben hat, ist die Frage auch, könnten wir Ärzte mehr tun? Da ist etwas, das ich ganz interessant finde, unter all den Studien, die ich gemacht habe und den Fragebögen, die da ausgefüllt wurden, war das da etwas für mich ganz Wichtiges. Wir haben Leute nach einem Suizidversuch gefragt, wer hätte denn helfen können, damit es nicht so weit kommt. Und schauen Sie, das ist ja schon auffällig, 52% sagten niemand. 52% und nur 10% nannten einen Arzt. 20% nannten Angehörige und Freunde. Das auf der rechten Seite, das lassen wir aus Zeitgründen. Dann, ich bin selber betroffen und ich denke, das wissen Sie, haben Sie vielleicht schon gehört, dass unser Sohn Alex im Alter von 20 im Dezember 2000 durch Suizid gestorben ist. Und das war, wie Sie jetzt gehört haben, nicht so, dass ich dann anschließend an das mit in die Suizidforschung eingestiegen bin, sondern das hat ja schon viel früher angefangen während meiner Zeit in England. Aber zuerst, ich denke, viele von Ihnen, oder alle vielleicht kennen das, was das auslöst. Für mich war klar, also kann ich überhaupt noch arbeiten als Psychiater? Kann ich überhaupt noch suizidale Patienten annehmen? Entschuldigung. Und dann diese endlosen Fragen, die mich und meine Frau über lange Zeit, über mehr als ein Jahr beschäftigt haben. Vielleicht sage ich trotzdem noch, das war für mich schon wichtig. Meine Frau speziell hat dann mal gesagt, ja, sie hört doch mal, jetzt drehen wir uns da im Kreis herum, immer dieselben Fragen. Und unser Sohn wollte sicher nicht, dass wir für den Rest unseres Lebens dass wir leiden unter dem, was da geschehen ist. Und wir haben dann versucht, weiterzukommen. Was geholfen hat, ist psychologische Unterstützung. Was geholfen hat, ist ein Artikel eines Psychoanalytikers, der über das falsche Selbst in der Entwicklungsphase, also bei Jugendlichen, geschrieben hat. Und er sagte, das falsche Selbst, eben, das geben sie nach die Jungen, vor allem die jungen Männer, gegen außen, das ist das Selbstbild, das sie gegen außen abgeben, aber innerlich sind sie überhaupt nicht so weit und sie müssen sich innerlich schützen. Und dann kommt das Defizit, also diese Problematik, vor allem zum Ausdruck, wenn sie eine Beziehung eingehen. Und das war bei unserem Sohn tatsächlich auch der Fall.
Und für mich war dann auch klar, er war auf der Suche nach einer Identität. Ich habe geschrieben, der große Vater, der Professor ist. Und er war, studierte an der Wirtschaftshochschule in St. Gallen und sagte mir immer, ich weiß eigentlich nicht, warum ich das mache. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Leben anfangen will. Er sagte mir nicht, du hast so gut, du bist gebraucht, du machst was Sinnvolles, aber ich weiß, dass er das denken musste, weil er selber, wenn er sich mit mir verglich, wusste er nicht, wohin er eigentlich wollte in seinem Leben. Und später dann ist bei uns noch die Frage aufgetaucht, ist da vielleicht ein ADHS auch noch im Hintergrund, hat das eine Rolle gespielt. Und das ist eben mein Kollege Ladislav Valach, der mir sagte, Suizid ist eine Handlung, nicht eine Krankheit. Wir haben dann eine erste Fallbeschreibung gemacht. Also das heißt, dieser Ausdruck hier, wie komme ich da zurück? Hier, das hat eigentlich meine ganzen Karriere als Psychiater und in der Suizidforschung eine andere Wende gegeben. Und das ist der Grund auch, warum ich heute sage, ich habe mich irgendwie wegentwickelt vom medizinischen Modell. Nicht, dass ich nicht Depression behandle, nicht, dass ich nicht Antidepressiva oder weiß Gott was verschreibe, sondern für mich heißt das, Depressionen und andere psychische Krankheiten sind Risikofaktoren, aber das sind nicht die Ursache. Und wir müssen über das hinausdenken und eben, wenn wir dann Suizid als Handlung anschauen, dann gibt es für mich einen patientenorientierten Zugang zum suizidalen Menschen. Wir haben dann diese erste Studie, eine Fallbeschreibung publiziert. Ich will da nicht ins Detail gehen, aber was da eigentlich zum Ausdruck kam für mich, das war ein Patient, der wurde mir zugewiesen nach einem Suizidversuch. Und das war vor meiner Metamorphose, vor meiner Änderung, vor der wichtigen Entwicklung. Und ich sehe mich da als der Arzt links und rechts wäre der Patient. Und für mich war klar, also dieser Patient kam zu mir in die Behandlung, hatte ganz offensichtlich eine Depression. Er hatte einen Suizidversuch unternommen und ich habe ihm gesagt, wir müssen ein antidepressives Medikament einführen. Sie brauchen eine Behandlung, eine medikamentöse antidepressive Behandlung. Und dann ist er ausgeblieben und ein Jahr später hat der Suizid begangen. Und wenn ich das heute anschaue, sehe ich die Kommunikation und das ist etwas ganz Wichtiges für mich, das Kommunikationsproblem, so, dass für mich klar war, der braucht ein Antidepressivum. Und heute, und ich muss sagen, seine Frau hat mich dann später aufgesucht und hat mir erzählt über den Hintergrund ihres Mannes. Und ich weiß heute, dass er sowas wie dachte, wie ich hier geschrieben habe, ich habe in meinem Leben versagt, ich bin nichts wert, ich ertrage diese Scham nicht mehr, ich muss dem ein Ende setzen. Er hatte einen großen Vater, der war Professor, zwar nicht in der Medizin, aber als Historiker, und hatte auch in der Schweizer Armee Karriere gemacht. Also für mich ist das die Illustration des Kommunikationsproblems zwischen Fachleuten und Patienten. Gut, eben, ich illustriere das meistens so, der Turm zu Babel, dass sie nicht verstehen, einer die Sprache des anderen. Jetzt habe ich gedacht, und ich muss da schon etwas auf die Zeit achten, aber trotzdem will ich Ihnen darüber berichten. Ein Fallbeispiel. Da habe ich einen Mann aufgesucht, nachdem seine Frau, eine 29-jährige Mutter eines Kindes, in der Klinik nach 4 Tagen Klinikaufenthalt ihr Leben beendet hat, indem sie sich unter den Zug geworfen hat auf der nahe gelegenen Bahnstrecke. Und was ich dort hörte, war der Vater dieser Patientin, diese Frau, es war nicht meine Patientin, sie war in der Klinik, beging im Jahr 2003 Suizid, dann hat sie geheiratet, 2012 eine gesunde Tochter zur Welt gebracht, 2015 im April, also Februar, im April ist dem Mann aufgefallen, dass etwas nicht stimmt mit der Frau, dass sie nicht mehr recht zu ihrem Baby schaut.
ging zum Hausarzt, der hat ein Beruhigungsmittel verschrieben. Und dann eskalierte die Situation derart, dass der Mann mit ihr auf die Notfallstation des Krankenhauses gegangen ist und dort hat man sie dann eingewiesen in die psychiatrische Klinik. Der Einweisungsbericht sagte richtig, schwere depressive Episode postpartal. Also von der Zeit her wurde das in Verbindung gebracht mit ihrer Geburt, also mit einer Wochenbettdepression. Mit Suizidrisiko, stationäre Behandlung. Am Montag wurde sie von der Aufnahmestation in eine andere Station verlegt. Am Dienstag, am 13. April, diagnostizierte man eine Belastungsstörung und sagte der Frau, das gibt keine lange Hospitalisation, am Donnerstag spätestens können sie wieder nach Hause. Am Mittwoch beschreibt man in der Krankengeschichte, und der Ehemann hat die Klinikunterlagen angefordert und wir haben das zusammen studiert. Am Mittwoch sagte die Frau am Morgen der Pflegeperson, dass sie, Moment schnell, dass sie, wie komme ich da rückwärts, so, dass sie sich nicht mehr kennt, dass sie die ganze Nacht nicht geschlafen hat, dass sie das Angst hat, irgendwas stimme nicht in ihrem Kopf. Man machte ein EEG und bevor die Antwort kam, beging die Frau Suizid. Und es war vorgesehen, dass am Mittwochnachmittag, kurze Zeit später, der Mann sie besuchen würde. Am Dienstag hatte er keine Zeit und am Mittwoch war vereinbart, dass er dorthin gehe. Und ich habe dann mit dem Mann diese ganze Geschichte besprochen und ich muss die Antwort, die ich da finde, jetzt vorwegnehmen. Normalerweise im Unterricht frage ich der Leute, was würden sie denken, was hat denn zu diesem Suizid geführt? Und der Mann sagte, die Frau hat mir gesagt, der Vater hat sich suizidiert und sowas werde ich nie machen, weil das macht man, tut man eine Familie nicht an. Und trotzdem ist es passiert. Also meine Erklärung war, dass man ihr sagte, am Donnerstag können sie wieder nach Hause. Der Mann kommt am Mittwoch sie besuchen. Und sie war, wenn das wirklich eine schwere, depressive, postpartale Depression war, sie fühlte sich nicht in der Lage, nach Hause zu gehen und zu ihrem Kind zu schauen. Und das hat sie derart in einen Stresszustand, in einen emotionalen Stresszustand gebracht, dass sie, und das werden wir dann sehen, tatsächlich in einen dissoziativen Zustand gekommen ist. Das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist, um Suizidhandlungen zu verstehen, dass sie nicht mehr sich selber war, dass sie handelte auf eine Weise, die sie eigentlich gar nicht wollte. Und das ist das, was ich häufig ja sehe, wenn ich mit Leuten spreche, die Suizidversuche unternommen haben, dass die mir erklären, ich war in dem Moment und kurze Zeit vorher in einem absoluten Ausnahmezustand. Ich war nicht mich selber, ich war wie in Trance und das ist abgelaufen wie ein sogenanntes Autopilot-Programm. Schaue, wenn ich das nehme, da sagt der Arzt, wir brauchen eine Diagnose, wir machen ein EEG und die Frau, Mittwochmorgen, da bin ich heute überzeugt, muss gedacht haben, ich bin wertlos auf Mittwoch, ich habe versagt, ich schaffe das zu Hause nicht. Gut, und jetzt habe ich gehört, dass das eine ist, ich muss da zuerst weitergehen, ich habe das erwähnt vorhin, die Dissoziation. Das sind diese Zustände, in denen man nicht nur die Kontrolle über sich selber hat, in denen man nicht, mit denen die Leute sagen, ich war nicht mich selber, ich war wie in einer Trance, habe den Körper als fremd empfunden, ich hatte keine Schmerzen, keine Angst. Und dazu gehört der andere wichtige Begriff, der für mich, für das Verständnis einer suizidalen Handlung derart bedeutsam ist, nämlich dieser seelische Schmerz, den Mental Pain, das hat in die Welt gesetzt. Die Gedanken waren
derart unerträglich, dass ich es nicht länger aushielt. Ich konnte nicht mehr mit diesem Schmerz leben und ich hasste mich. Speziell, wenn die Leute finden, dass die Schmerzen sind unerträglich und sie werden nicht vorbeigehen. Ich hatte eine Patientin, die mir sagte, seelische Schmerzen sind viel schlimmer als körperliche Schmerzen. Gut, wenn wir da jetzt weiterfahren, diese Ausnahmezustände, die haben mich interessiert und mit einem Kollegen zusammen haben wir Patienten, die uns über diese Zustände in einem, was wir nennen, narrativen Interview berichtet haben, haben wir im Emory untersucht, im funktionalen Emory. Das heißt, die Leute haben vorher, wir haben aufgenommen, wie sie darüber sprechen, diese, was den seelischen Schmerz ausgelöst hat. Und dann haben wir das ihnen im Emory wieder zurück abgespielt. Und dann hat sich gezeigt, dass in dem Moment, wie sie sich wieder in diese Situation versetzten, dass da in der frontalen Hirnregion eine Deaktivierung, also eine Reduktion der Hirnaktivität festzustellen war. Und das heißt in anderen Worten, das ist die Struktur, dass der präfrontale Kortex, mit dem wir überlegt handeln, Lösungen für Probleme suchen und so weiter. Und wenn dieser Teil des Gehirns nicht mehr wichtig ist, dann ist man tatsächlich eben auch nicht in der Lage zu handeln. Und die Handlungs... Könnten bitte alle außer dem Sprecher ihre Mikros ausstellen, wenn möglich jetzt. Geht so, okay. Eben das, was wir sagen, Suizid ist eine Handlung, basiert auf der Handlungstheorie. Und eine Grundlage der Handlungstheorie ist, wir erklären unsere Handlungen in Form von Geschichten. Suizidalität, wie ich vorhin erwähnte, zum Beispiel bei der jungen Frau, die eine Überdosis eingenommen hat, Suizidalität hat eine Vorgeschichte. Und das hat dazu geführt, dass wir dann in der Arbeit, in den Gesprächen mit Menschen nach einem Suizidversuch gesehen haben, dass wir diese narrativen Interviews eingeführt haben und die fangen ganz, ganz einfach mit dem Satz an, können Sie mir bitte erzählen, was dahinter steckt, wie es dazu gekommen ist. Häufig sage ich noch, ich weiß, dass da eigentlich meistens eine Geschichte dahinter steckt und ich möchte die gerne von Ihnen hören. Und zuerst als Mediziner, ich habe das nicht gelernt, Leute so zu interviewen. Ich habe gelernt, Fragen zu stellen. Und dann dachte ich, na, da kommt nichts, das geht ja nie so. Und dann war ich höchst erstaunt zu sehen, dass die Leute sehr gut über den Hintergrund sprechen kann und eigentlich nur wenig Unterstützung brauchen. Und ich musste lernen, einmal hinzusitzen, entspannt zu sein und zu zeigen, ich möchte gerne zuhören und wir haben eine ganze Stunde Zeit. Das war die Entwicklung dieser narrativen Interviews. Das hat dann schlussendlich nach einigen Jahren und vielen Hunderten von Videos von diesen narrativen Interviews zugeführt, dass wir diese Kurztherapie entwickelt haben. Die gibt es in der Zwischenzeit in etwa 4 weiteren oder 5 weiteren Sprachen, wurde sogar auf Farsi in Iran übersetzt und wird dort angewendet. Und wenn ich da etwas dazu sagen kann, weil das die meisten Leute wollen dann wissen, was ist denn das Spezielle an diesem Kurztherapie-Programm? Und Kurztherapie heißt, das sind 3 Sitzungen. 3 Sitzungen, nicht mehr als 3. Wenn es nötig ist, gibt es noch eine 4. Und da, was da passiert ist, es gibt zuerst dieses narrative Interview, das auf Video aufgenommen wird. Dann in der 2. Sitzung schauen Patient und Therapeut zusammen dieses Video an und stellen sich weitere Fragen und reflektieren über die Geschichte und die Abläufe. Dann gibt es eine Hausaufgabe, nennen wir das, mit
einen provokativen Titel: Suizid ist keine überlegte Handlung. Das ist ein Text, ein vierseitiger Text, den Sie, wenn Sie das wollen, ich kann Ihnen den mal dann auch zustellen, in denen erklärt wird, eben was ist seelischer Schmerz, was ist neurobiologisch, was passiert im Gehirn, wenn wir diese emotionalen, extremen Stresszustände haben. Und das führt eben zu dissoziativen Zuständen. Diese Zustände werden übrigens auch als suizidalen Modus bezeichnet. Die Amerikaner, die Verhaltenstherapeuten, haben diesen Begriff eingeführt. Und wir nennen das eine Hausaufgabe, weil bei jedem Abschnitt müssen am Ende eines Abschnitts die Leute Kommentare einfügen. War das bei mir auch so? Kenne ich das? Ist das für mich nachvollziehbar? Und so weiter. Dann, und vielleicht kann ich das noch sagen, das hat angefangen damit, dass wir zuerst diesen Text den Leuten abgaben, ohne Raum zu lassen für eigene Kommentare. Und dann sind sehr viele Leute zurückgekommen und haben am Rand eigene Kommentare hingeschrieben. Und das fand ich derart speziell, dass ich eben dann das etwas weiterentwickelte als Hausaufgabe. Und im Übrigen sagen viele dieser Patienten, jetzt verstehe ich zum ersten Mal, wie das passieren könnte. Es nimmt Schuldgefühle weg, weil es erklärt, dass Suizid und Suizidhandlungen und Suizidversuche in dem Fall, das waren alles Gespräche mit Leuten, die überlebt haben, dass man in einem Ausnahmezustand ist, in dem man eben die Kontrolle nicht mehr hat über das eigene Verhalten. Und viele Leute haben gesagt, ich habe das meinen Eltern, meinen Großeltern und weiß Gott was gezeigt, weil ich wollte, dass die auch verstehen, was mir da passiert ist, was mir da geschehen ist. Und dann in der dritten Sitzung, also das wäre nach der Hausaufgabe, die bespricht man dann in der nächsten Sitzung, macht man zusammen eine Fallformulierung, in der wir die Lebensziele, die Identitätsziele formulieren, was ist eigentlich wichtig im Leben, was wollte die Person erreichen und was hat zu diesem Absturz, also zu dieser Vulnerabilität geführt. Das Prinzip für uns ist, dass Wichtige, dass Suizidalität entsteht, und ich kann Ihnen da leider nicht diesen Fall des ersten Patienten, den ich da aufgeführt habe, im Detail zu erklären, aber dort wurde uns klar, wenn wichtige Lebensziele bedroht sind, durch was auch immer, dann kann es sein, dass Suizid als Lösung dieses unerträglichen Zustandes, dieser Bedrohung der Identität entsteht. Und dann formulieren wir eben diese Geschichte mit den Lebens- oder Identitätszielen, mit der Vulnerabilität, mit dem Auslöser, also dem Trigger, und dann auch noch die Suizidhandlung, in der die Leute beschreiben müssen, wie lange war denn dieser Prozess von Gedanken, vom ersten Gedanken zur Handlung. Weil das ist ja dann wichtig, wenn die Leute, was sie hier sehen, die Warnzeichen notieren, die persönlichen, dann müssen sie lernen, dass schon sehr früh, dass sie auf diese Warnzeichen achten müssen und reagieren müssen, bevor es zu spät ist, weil zu spät bedeutet, dass die Leute dann schon in einem suizidalen Modus sind, also in diesem Ausnahmezustand, und wo eben dann das rationale Handeln und Denken praktisch nicht mehr möglich ist. Und dann lernen sie auch die Sicherheitsstrategien. Das wird ausgedruckt, wird den Leuten mitgegeben. Wir haben sogar etwas, was wir Leporello nennen, Kreditkartengröße, damit man das in der mit sich tragen kann, jederzeit in der Brieftasche oder so, indem die Warnzeichen und die Sicherheitsstrategien aufgeführt sind. Und sehr häufig sehe ich Leute auch ein Jahr oder zwei oder drei Jahre später. Und wenn ich danach frage, sagen sie, natürlich habe ich das immer mit mir, ich trage das immer mit mir. Und dann haben wir noch eingeführt, dass in diesem ASSIP, in dieser Therapie, die Leute über zwei Jahre hinweg regelmäßig alle 3 Monate und im zweiten Jahr alle 6 Monate
Briefe von uns bekommen. Heute macht man das eher mit E-Mails oder mit weiß Gott was. Und indem die Leute einfach daran erinnert werden, denken sie daran, es kann immer was geschehen, denken sie an die Maßnahmen, die wir besprochen haben. Und wir haben dann eine Wirksamkeitsstudie durchgeführt und 2016 publiziert. Das war eine ganz große Sache mit 120 Patienten, 60 in der Kontrollgruppe und 60 mit ASIP behandelt, wobei beide Gruppen hatten die übliche normale Therapie, was auch immer das bedeutet. Sie hatten bei Depressionen zum Beispiel Antidepressiva, ein Teil wurde längere Zeit stationär behandelt, andere sind relativ rasch wieder ausgetreten, haben dann ambulante Behandlung gehabt. Und wir haben diese Patienten über 2 Jahre hinweg verfolgt. Und was da für mich, und ich am Anfang dachte ich, das kann nicht stimmen, das muss falsch sein. Die Kontrollgruppe hatte in diesen 2 Jahren 41 Suizidversuche. Und das heißt, einige dieser Patienten machten mehrere Suizidversuche im selben Jahr. Und das von der Prozentzahl her, das waren ungefähr 25% in der Kontrollgruppe, das ist ungefähr genau das, was man von der Forschung her weiß. Nach einem Suizidversuch ist innerhalb von 2 Jahren die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Suizidversuchs ungefähr 25%. Und in der ASIP-Gruppe hatten wir in 2 Jahren einfach ganze fünf gegen 41. Das war für mich wunderbar natürlich, aber fast nicht nachvollziehbar. Wie ist das möglich, dass die Leute mit 3 Sitzungen ASIP über 2 Jahre hinweg auf diese Weise das Risiko reduzieren können? Und man hat das dann etwas anders ausgerechnet. Das Resultat war, dass das Risiko einer weiteren Suizidhandlung mit ASIP um 80% reduziert wurde. Ich denke, wir warten mal mit Kommentaren und Fragen. Wenn Sie noch Fragen haben, können wir das dann gerne am Schluss machen. Dann haben wir dann auch entwickelt, jetzt neuerdings eine Version für Jugendliche. Wir nennen das ADO-ASIP und ich mache das mit der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Universitätsklinik in Zürich. Es läuft ähnlich ab, was aber ganz klar, was hinzugefügt wurde, ist eine 4. Sitzung mit den Eltern, also die Familiensitzung, die ist ganz wichtig. Aber ich muss sagen, ich habe erstens gelernt, dass die Suizidalität bei Jugendlichen anders ist als bei Erwachsenen. Also das war für mich zum Teil schockierend, dass Jugendliche, und ich sehe alle oder einen großen Teil dieser Videos, die da in Zürich gemacht werden, zum Beispiel mit diesen narrativen Interviews mit den Jugendlichen, dass Jugendlichen über Suizid sprechen, als sei das etwas ganz Normales. Wirklich, also ich habe da geschrieben, bei Schwierigkeiten im Leben. Konkret heißt das, dass die Leute sagen, wenn das Leben scheiße ist, dann macht man eben Suizid. Also ich habe es nicht geglaubt, aber das haben wir wiederholt gehört. Dann haben wir Jugendliche in dieser Behandlung auch Mühe, über ihre Gefühle zu sprechen. Und sehr viel, wenn man dann schaut, was war denn der Auslöser, was hat dazu geführt, hat es mit zwischenmenschlichen Problemen dazu, häufig in der Schule oder im Freundeskreis, und es hat oft mit dem Nicht-Dazugehören zu tun. Jemand zum Beispiel ein Jugendlicher hatte seine ganze Identität aus seiner Tätigkeit im Sport genommen, hatte dann einen Unfall, musste aufhören damit, und das hat ihm völlig den Boden unter den Füßen weggezogen, weil er eben nicht mehr dazugehörte. Die anderen haben weitergefahren im Team, Sport auszuüben, und er konnte das nicht mehr tun. Und wir haben auch gefunden, dass Jugendliche leider oft nicht motiviert scheinen, die Strategien auch anzuwenden.
Aber wie gesagt, die Familiensitzung am Schluss ist extrem wichtig und hilfreich. Dann, wir haben da schöne Striche bekommen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Das sind Leute, ich weiß nicht, die sich da zu Wort melden möchten oder wie. Ich will Ihnen kurz hier einen Fall eines Jugendlichen erzählen. Und zwar kamen die Eltern dieses 18-jährigen Olivier zu mir nach dem Tod ihres Sohnes. Und was ich hörte, ist, dass dieser Sohn aus einer traditionellen katholischen Familie stammt. Ich sehe leider da die rechte Seite. Aha, Moment, jetzt so. Ich muss das etwas verschieben. Die jüngere Schwester, ein fürsorglicher Eltern, Vater Architekt, Mutter Buchhalterin in einem lokalen Unternehmen. Olivier, da ist er plötzlich Oliver geworden, tut mir leid, ist im zweiten Lehrjahr in einem Reisebüro. Die Eltern bemerken, dass ihn etwas beschäftigt. Auf die Nachfrage streitet er jegliche Probleme ab. Nein, warum fragst du? Nichts ist falsch mit mir, alles unter Kontrolle, Schule und alles. Dann rückt der Termin für die Abgabe seiner Abschlussarbeit näher. Und zwar ist das ein Montag. Und die Mutter hat ihm gesagt, ich möchte da gerne noch das anschauen, damit ich vielleicht noch etwas Hilfreiches beitragen kann. Am Samstag geht er ins Reisebüro, also wo er seine Lehre macht, sagt, er gehe das jetzt zum Ausdrucken und bringe das nach Hause. Dann kommt er zurück und sagt, es hat nicht genügend Papier im Büro, was die Mutter höchst eigenartig findet. Und dann geht er wieder und kommt nicht mehr zurück. Und dann, erst am Montag findet man ihn im Wald, wo er sich erhängt hat. Und die Eltern sagen mir, was ist denn da geschehen? Wie sollen wir das verstehen? Wir haben versucht, diese Geschichte zu verstehen. Und das ist eigentlich relativ klar, weil die Eltern haben später herausgefunden, dass ihr Sohn schon monatelang nicht mehr zur Schule gegangen ist. Er ging am Morgen aus dem Haus, kam wie normal zurück, aber in der Schule erschien er nicht. Und weil er eben 18-jährig ist, ist das auch das Alter, in dem die Lehrer offenbar den Eltern nicht Bericht geben. Weil der hat mit 18, muss er selber verantwortlich, schaut man jedenfalls in der Schweiz das so an, dass er selber verantwortlich ist dafür. Und dann haben sie als nächstes herausgefunden, dass er in dieser Diplomarbeit, die er abgeben sollte, nichts, aber auch nichts, nicht einmal ein Wort geschrieben hat. Gar rein nichts. Und das ist für mich eine dieser Fälle, ich habe andere ähnliche Fälle gehört, bei denen eigentlich klar war, der Jugendliche hat sich verstrickt in ein Lügenkonstrukt und das konnte er nicht mehr auflösen. Wenn ich jetzt weitergehe und es geht nicht mehr so lange, ich schaue schon auf die Uhr, wir haben gesagt, etwa 40 Minuten wäre mein Referat. Was für mich immer sehr interessant und hilfreich war, war diese Studie aus Schweden. Da haben diese Autoren Eltern von 33 Jugendlichen interviewt, die Suizid begangen hatten. Und die Eltern, man kam darauf, dass praktisch alle Eltern das so erlebten. Die jungen Männer hatten eine No-Problem-Maske auf. Alles in Ordnung, kein Problem, so wie bei Olivier. Besorgte Eltern kamen an die Jugendlichen heran. Wir haben das Gefühl, es stimmt was mit dir nicht. Geht es dir nicht gut? Nein, alles in Ordnung, alles bestens. Und das verbindende Element war dann eigentlich in dieser Studie, was dann zum Ausdruck kam, Scham. Dass die jungen Männer offensichtlich sich derart schämten, zuzugeben, dass sie in der Schule zum Beispiel versagt hatten, dass sie unzufrieden waren mit ihrem Aussehen, sich schämten über ihr eigenes Aussehen, über Probleme mit der Sexualität.
Ablehnung von sich selber, also sich selber ablehnten und eben dann solche Lügenkonstrukte entwickelten. Das nur ganz kurz, Sie müssen das nicht lesen. Ich will nur sagen, in der Fachzeitschrift Crisis erschien 2005 von einem amerikanischen von einem Psychologen, Entschuldigung, der in der Suizidforschung eine wichtige Rolle gespielt hat, erschien ein Artikel, in dem er argumentierte, die Eltern tragen eine Verantwortung für den Suizid ihrer Kinder, weil es gibt immer genügend Hinweise, dass es gefährlich ist und dass Jugendliche suizidal sind. Und ich habe dann einen Leserbrief geschrieben und gesagt und geschrieben, das ist ein absoluter Unsinn, was du da schreibst, weil jedermann weiß, wie schwierig es ist, an die Jugendlichen heranzukommen, die suizidal sind. Und habe dann am Schluss, können Sie das sehen, David Lester war der Name dieses Kollegen, Your short report is embarrassing. Also wirklich, das war für mich wichtig. Ich musste das einfach loswerden. Das geht einfach nicht, weil das ist reine Theorie, dass man immer sagt, ja, es gibt Vorzeichen, es gibt Anzeichen und man kann doch das erkennen, man kann die Risikofaktoren erkennen und so weiter. Das ist gerade bei jungen Männern einfach meistens nicht möglich. Und wenn ich da eben versuche, etwas zum Schluss zu kommen und zu wiederholen, was ich jetzt da Ihnen gesagt habe, was für mich wichtig ist, Depressionen sind nicht die Ursache von Suizid. Depressionen, wenn sie vorliegen, sind Risikofaktoren und die müssen behandelt werden. Aber Suizid ist eine Handlung. Handlungen werden im Kopf vorbereitet, entstehen im Kopf als Möglichkeit, einem unerträglichen Zustand ein Ende zu setzen. Und im suizidalen Modus ist man nicht mehr sich selber. Das heißt, Gefahr, Entschuldigung, bedeutet, seelischer Schmerz kann gefährlich werden. Dieser suizidale Modus, den müssen die Leute kennen und das haben wir mit unserer ASSIP-Studie dann natürlich auch gemacht, dass die Leute gelernt haben, was die Gefahr bedeutet, was gefährliche Zeichen sind. Diese dissoziativen Zustände, dass dort ist man in einem Zustand, den man eben nicht mehr handeln kann, das Gehirn im Ausnahmezustand. Das sind so einige dieser wichtigen Begriffe für mich. Und im August oder so kommt endlich mein Buch in den USA heraus, in dem ich all das, was ich jetzt sage, viel ausführlicher natürlich formuliert habe. Und ich habe dort am Schluss, ich habe das dann weiterentwickelt und gedacht, es geht ja nicht nur darum, dass wir etwas tun für die Leute, die Suizidversuche hinter sich haben, sondern dass die Bevölkerung, eine breite Bevölkerung, sollte wegkommen von dieser Vorstellung, Suizid ist die Folge von psychischen Erkrankungen. Das ist einfach Unsinn, weil das den Leuten nicht weiterhilft zu verstehen, sei das, wenn man selber betroffen ist, seien das Angehörige, die damit fertig werden müssen, dass jetzt da ein Mensch durch Suizid aus dem Leben geschieden ist. Und da war ein Artikel in einer schweizerischen Wochenendzeitschrift, da hat diese Journalistin hat aus dem Amerikanischen das übertragen und ich habe das da einige Punkte übernommen. Ich denke, ich möchte gerne, dass alle wissen, dass es in scheinbar aussichtslosen Situationen nicht ungewöhnlich ist, Suizidgedanken zu entwickeln. Üblicherweise ist es ein langer Weg von Gedanken zur Suizidhandlung. Und trotzdem, wenn der emotionale Stress sehr hoch wird, kann unser Hirn uns vormachen, dass Suizid eine brauchbare Lösung ist oder sogar die einzige Lösung. Und alle sollten wissen, das ist Nummer 3 hier, dass die Situation derart eskalieren kann, wenn der seelische Schmerz unerträglich ist. Alle sollten wissen, dass unser Gehirn in solchen Momenten die Fähigkeit verliert, rational zu denken. Und alle sollten wissen, dass Suizid vermeidbar ist. Und das erste und wichtigste Gegenmittel lautet reden, reden, reden und Hilfe suchen. Und im Weiteren auch noch, das kommt noch dazu, Scham ist ein ganz normales Gefühl.
Ich habe da, hab mich daran erinnert, und das oben, dass da in einem Buch, das erschien 2013, ein Artikel von mir ist, in dem ich auch ganz meinen persönlichen Umgang und meine Hilflosigkeit bezüglich dem Tod unseres Sohnes zum Ausdruck bringe. Und ich denke, das könnte für Sie alle, wenn Sie Betroffene sind, die jemanden durch Suizid verloren haben, das könnte hilfreich sein. Ich glaube, das Buch ist vergriffen, aber ich schicke gerne meinen Artikel mit Suizid, also mein Kapitel mit Suizid zurechtzukommen, einen Versuch zu akzeptieren. Ich schicke das gerne an Herrn Schmidt oder Frau Wahl, damit sie das allenfalls weitergeben können. Soweit meine Ausführungen. Danke für die Aufmerksamkeit und die, und die schönen Teile, die ich da bekommen habe. Und ich denke, Entschuldigung, ich denke, dass wir jetzt noch Zeit für Fragen haben. Jetzt sollte ich etwas Wasser haben, was ich leider nicht zur Verfügung habe. Vielleicht muss ich mich da schnell nach einem Glas Wasser umtun. Jetzt gebe ich da das wieder zurück, dieses Moment. Ja. Jetzt habe ich alles verloren. Doch, Sie sind noch da. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Professor Michel, für diesen anschaulichen Vortrag. Entschuldigen Sie die Störungen. Vielen Dank, Frau Schwanewede, dass Sie dann interveniert haben. Mir war nicht ganz klar, wie diese Störungen kamen, woher die Striche kamen, weiß ich auch nach wie vor nicht. Ich muss dann leider langsam das Ende einleiten. Ich habe jetzt eine sehr, sehr offene, einen offenen Austausch erlebt, was mich freut. Und Herr Professor Michel, es ist Ihnen gelungen, die Herzen hier so zu öffnen. Ich hoffe, dieser Austausch ist Ihnen wirklich auch in Ihrem persönlichen Umfeld möglich. Wir werden hier unsere Online-Fortbildungsreihe fortsetzen. Soll ich noch darauf hinweisen? Die nächste Veranstaltung ist am 22.06. stellt Leuchtturm On ein Beratungsmodell, ein Online-Beratungsmodell für Suizidbetroffene vor. Auch soll ich darauf hinweisen, dass unsere ganzen Angebote sehr auf Spenden angewiesen sind. Wenn Sie spenden können und möchten, auf unserer Homepage finden Sie die entsprechenden Datenkonten. Ja, dann vielen Dank nochmal an alle, die teilgenommen haben. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Menschen hier einfach sich einlinken. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach etwas mitnehmen können für sich selber, was Ihnen natürlich immer an die Argus-Zentrale wenden. Das wissen Sie, man wird Sie weiter vermitteln. Und Herr Professor Michel, ich hätte jetzt noch gerne mit Ihnen länger diskutieren können. Ich hätte noch verschiedenste Fragen im Kopf, aber wir müssen zum Ende kommen. Schönen Abend miteinander.